Tja, Freunde, so, wir haben jetzt uns jetzt hier schon durchgearbeitet und gehen jetzt mal zum Nebenofen erstmal hin. Ich weiß, was wir hier vorhaben. Wir haben vor, jetzt immerhin Edna quasi auf den Zahn zu fühlen. Doc, es ist ein... Psst. Nebenofen. Sieh doch, psst. Ich würde sagen, der Mob wird nicht oft verwendet. Wir haben jetzt quasi, ja. Ausgebrannter DeLorean. Wir gucken uns hier mal. Sieh doch, psst! Sieh doch, psst! Mary Pickford. Aha. Was sehen Sie? Das Fahrzeug hat schweren Schaden genommen. Ja, bleiben Sie auf dem Teppich, Doc. Ein Schild einer Schmiede. Ob das wohl noch von Doc ist? Kaktus. Sieh doch, psst. Sieh doch, psst. Komm, wir gucken mal ins Fenster. Ups. Entschuldigen Sie die Störung, Madam. Könnten Sie uns vielleicht sagen... Ich spreche nicht mit Rabauken. Nicht besonders freundlich. Ja, das war Edna. Edna Strickland? Unmöglich. So war sie, als ich sie zum ersten Mal getroffen habe. Ich musste... Überlassen Sie das mir. Okay, wenn du meinst, du weißt, was du tust. Denk daran, wir müssen erfahren, was mit Hill Valley geschah. Und genauso wichtig ist, wann genau es geschehen ist. Tja, okay. Hallo, Mr. Wer sind Sie? Marty McFly. So ein alberner Name. Ich spreche nie mit Fremden, die alberne Namen haben. Aber wir sind keine Fremden. Woher kenne ich sie? Da, den Sie wollten mich vor langer Zeit einmal verhaften lassen. Erinnern Sie sich? Hör zu, junger Mann. Ich bin eine umgängliche Frau. Aber ich befolge einige Regeln. Und Regel Nummer 1 lautet, ich spreche nie, niemals über die Vergangenheit. Oder über die Zukunft. Ich spreche nur über das Heute. Auch recht. Ich glaube, das lief nicht so gut. Natürlich spricht sie nicht über die Vergangenheit, denn in ihrer Vergangenheit gibt es etwas, das sie vergessen möchte. Aber das bekommen wir schon. Na los, klopf noch einmal an die Tür. Klopf noch einmal an die Tür. Ich habe sie bisher immer durch den Stolperdraht nur rausgekriegt. Tut mir leid, Doc. Was? Ich bin's nochmal. Ihr alter Freund. Woher kenne ich sie? Wir haben einen Tag zusammen verbracht. Haben wir? Wo? Auf der Expo. Das ist verrückt. Ich war die ganze Zeit hier seit... Welcher Tag ist heute? Dienstag, der 13. Oktober, 1931. Der 13. Oktober, 1931. 13. Oktober? Irgendwas ist mit diesem Datum. Also, was willst du hier? Kommen Sie, Miss Strickland. Miss wer? Strickland. Sie sind Edna Strickland. Sieh doch auf dem Briefkasten, Sonny. Da steht Pickford. Barry Pickford. Und das ist so, seit ich denken kann. Und ich habe schon gesagt, ich will nicht daran denken. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Was ist es? Lass mich sehen.
Mob. Blumen. Keine Ahnung. Hinweise, bitte, dankeschön. Edna wird darauf, warte doch, dass du etwas zeigst, aber es könnte mir den größten Eindruck hinterlassen. Mob vielleicht. Ich will einfach ihren ehemaligen Freund. Okay. Haben Sie irgendetwas Bestimmtes erwartet? Ich auf jeden Fall nicht. Naja, wie wär's mit? Hier ist jemand für Sie. Jemand? Was? Wer ist es denn? Sehen Sie genau hin. Erzählen Sie mir nicht, Sie erkennen Ihren eigenen Freund nicht. Mein Freund? Ja, er ist ganz erwachsen. Komm mal etwas näher. Marty, was soll ich bitte? Vertrauen Sie mir, Doc. Spielen Sie einfach mit. Kann das sein? Emmett? Ja, Edna. Ich bin's. Du bist es. Es ist der 13. Oktober 1931. Oh, du bist Emmett. Emmett. Wie konnte mir das passieren? Habe ich etwa geträumt, oder? Bleib, wo du bist! Ein klassischer Fall von verdrängter Erinnerung. Ist der mentale Damm erst einmal gebrochen, befindet sich die Person plötzlich inmitten der Szenen, die sie vergessen will. Schatz, du bist zurück. Ach, du Heilige. Der Natürlich, Blick. Ich wusste es. Ein intelligenter Junge wie du würde nicht wegen eines dummen Streits seine wahre Liebe aufgeben. Ich habe den kleinen Zoff von letzter Nacht schon vergessen. Du doch bestimmt auch. Natürlich habe ich. Natürlich habe ich was? Zuckerschnute. Zuckerschnute. Das ist nicht mein Kosename. Ja, verdammt. Einen Augenblick. Was ist hier los? Honigauge. Honigauge. Du bist so süß. Aber du gibst dich immer noch mit diesem Smirnoff ab. Lass das. Er hat einen schlechten Einfluss. Und du musst aufhören, an diesem gefährlichen, elektrokinetischen Dings da zu arbeiten. Okay. Wahrscheinlich bist du sauer auf mich, weil ich Detective Parker gezwungen habe, deinen Stand zu schließen. Bitter für dich, ich weiß, aber ich musste es tun. Und Parker hatte keine Wahl, als auf mich zu hören. Er weiß, dass meine Meinung in Hill Valley viel zählt. Und er würde niemals... Parker würde niemals... Oh. Was ist los? Ich weiß nicht. Etwas mit Detective Parker. Etwas, das mir am 13. Oktober passiert ist. Was war das nur? Naja. Kannst du ihr auf die Sprünge helfen? Wenn wir ihren Geist in der Vergangenheit halten können, erfahren wir vielleicht die ganze Geschichte über die vorzeitige Zerstörung von Hill Valley. Das wird Ihre Erinnerung zurückbringen. Erinnerung woran? Ich will mich nicht erinnern. Wer bist du? Was machst du in meinem Garten, du Rabauke? Nein, Edna, kein Garten. Was? Hier spricht Emmett. Es ist der 13. Oktober 1931. Ja. Und gleich geschieht etwas. Oh ja, etwas Großes. Aber was? Sprich sie besser nicht an. Das bringt sie raus. Ja, was machen wir jetzt in der Zeit? Edna versucht die anderen zu erinnern, das ist so... Oder du weißt, worum es geht, nicht wahr? Ja, weiß ich, aber wie kriege ich es raus bei ihr? Ach, eine lebhafte Erinnerung, irgendwie... Okay, ach, ja, noch. Okay, gut. Wir haben es doch dabei.
Wissen Sie, ich habe Sie nie gefragt, warum Sie all diese Bars niedergebrannt haben. Warum? Weil niemand sonst etwas gegen Sie unternommen hat. Nein! Stell das ab, du Trottel! Wenn Parker das hört, wird er... Officer, ich kann das erklären. Es war ein Trick. Ich wurde reingelegt. Oh, er ist hinter mir her! In diesem aufgemotzten Zukunftsauto kriegt er mich nie. Verflucht! Ich darf ihn nicht verlieren. Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Dann lasst uns mal sehen, was dieses Baby kann. Und da kommt es! Ja? Da kommt was? Ich weiß nicht. Jetzt sollte irgendetwas Unerwartetes passieren. Aber ich weiß nicht was. Wenn ich's mir überlege... Wie kann ich etwas Unerwartetes erwarten? Was geht hier vor? Schnell, Marty! Wir müssen sie dazu bringen, mehr von der Geschichte zu erzählen, bevor sie aus der Trance erwacht! Ja, hinweise ich wie. Ah, ja, okay. Dachte ich schon. Ich dachte es mir schon fast. Quadrat. Da sind sie! Die Lichter! Ich werde transportiert! Wohin? Zurück! Zurück! In die Vergangenheit! Was siehst du? Hill Valley! Aber es sieht anders aus. Ganz klein und primitiv. Meine Güte! Kann das sein? Ja! Was ja? Großvater! Er ist es! Marshall James Strickland kam 1869 nach Hill Valley, erschossen von... Ja, Doc, wir haben ihn 1885 getroffen. Erinnern Sie sich? Nein! Ich muss mich irren! Großvater sah anders aus! Dieser Mann ist ein Betrüger! Ich bin mir nicht mal sicher, ob es ein Mann ist. Das ist alles sehr verwirrend. Wo bin ich? Warum denke ich an die Vergangenheit? Runter von meinem Rasen, ihr Gauner! Wir müssen Marshall Strickland irgendwie zurückbringen, schnell! Wir müssen diese Story auf die Spitze treiben! Wir haben was da, warte mal. Flump. Sieht schon etwas aus wie Großvater, aber er wäre nie ohne Kopfbedeckung herumgelaufen. Das ist nicht das Problem. Warum liegt der da? Der leider hing vor ihr. Na egal. Der Hut steht ihr nicht so gut. Also andere bauen Schneemänner, ich baue einen Kaktusmann. Ohne schlecht. Denn? Da ist er. Nicht schlecht. Ah, Großvater, du siehst gut aus. Alles sieht gut aus. Wie sieht alles aus? Erzähl es mir. Ein bisschen rustikal sicherlich, aber all die Gebäude sind so solide gebaut und gepflegt. Und die jungen Menschen in Hill Valley sind so tugendhaft und ehrlich. Ganz anders als diese verkommenen Kandidaten aus dem 20. Jahrhundert. Und ich weiß auch warum. Warum? Sie sind noch nicht den Lastern des Alkohols und der Sünde verfallen. Sie sind noch ganz unschuldig. Ich glaube, ich könnte mich daran gewöhnen, hier zu leben. Aber wer ist das? Wer? Dieser große Rüpel, der da die Straße entlang stolziert. Mit einem höhnischen Grinsen auf den Lippen. Er ist neu in Hill Valley. Burgart. Burgart. Tannen. Ja. Gut geraten. Sieh ihn dir an. Führt sich auf, als wäre er der Größte und wirft mit Geld um sich. Mit gestohlenem Geld, zweifellos. Warum durchschauen die ihn nicht, diese miese Schwindler? Und jetzt wird mir auch sein Plan klar. Er hat ein Grundstück in der Stadt gekauft. Er will etwas bauen. Ein
Ein was? Ich weiß nicht. Es ist etwas, das mir nicht gefällt. Etwas Schlechtes. Das ist der Schlüssel zu unserem Rätsel. Wir müssen ihrem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Ja, wie? Ihr seht mir das nicht. Wir sind damit. Vielleicht versetzt dich das zurück. Zurück wohin? Ich möchte nicht zurück. Bleib, wo du bist, Edna. Bitte, Marty, hol sie nicht aus ihrer Trance. Gegen das Bauvorhaben von Bogotell und Wischwerfel tun wir das morgens hier im Hastin. Na, Bars. Air of Cat. Wir sind noch im Saloon aufgehalten, okay. Da haben wir es doch. Ein altes Saloon-Schild. Toll. Nur schade, dass es verkohlt ist. Das macht nichts. Das nehmen wir mit. Mal eine andere Lokalität. Ein Saloon? In Hill Valley? Das kann er nicht machen. Großvater! Du darfst das nicht zulassen! Diese Schlange darf das Paradies nicht zerstören! Tja, wenn es sonst keiner sieht und ihn aufhält, dann muss ich das Gesetz selbst in die Hand nehmen. Ich werde dafür sorgen, dass dieser sündige Laden niemals seine Türen öffnet. Ich weiß nicht, was ich tun werde, aber ich werde etwas tun. Etwas... Okay. Wurde noch was da? Was da wohl kocht? Na gut. Junger Mann, du hast mich gerade auf eine Idee gebracht. Zuerst brauchen wir etwas Kerosin. Großzügig auf der Baustelle verteilen. Nur kein falscher Geiz. Und nun? Seht her. Ist das nicht schön? Die Arbeit des Teufels, vernichtet durch die Flammen der Rechtschaffenheit. Brenn, du dummes Ding! Brenn! Als wir zusammen waren, war sie nie so leidenschaftlich. Oh. Was ist los, Edna? Probleme mit dem Feuer? Dreh dich weg! Sieh nicht hin! Es bleibt nicht im Saloon, oder? Es breitet sich aus auf die anderen Gebäude in Hill Valley. Ich hatte edle Absichten. Das sollte nicht geschehen. Aber es ist geschehen. Und du hast es all die Jahre unterdrückt, weil du dir nicht eingestehen wolltest, dass... da eine gemeine Straftat beging. Hab ich zu dick aufgetragen? Hier steht es. Schwarz auf weiß. Aha. Hill Valley durch Brand zerstört. Das Feuer brach ca. 2 Uhr nachts aus. Am 17. Juli 1876. Natürlich bin ich nicht die wahre Kriminelle in dieser Geschichte. Oder? Mr. Sagan. Sie haben mich zu Fall gebracht. Sie und Smirnoff. Sie haben dafür gesorgt, dass ich ihr Höllengefährt stehle und Hill Valley niederbrenne. Und nun? Kraft der mir von Hill Valley übertragenen Entscheidungsgewalt verurteile ich sie beide zu. Hey! Was hast du alles gehört? Genug für einen Monat Schlagzeilen im Haysville Herald. 2 Monate, wenn... Ich könnte dich auch erschießen, klar. Aber das wirst du nicht. Das wäre ja gegen das Gesetz. Und du brichst...
das nicht. Hören Sie, Sie sollten besser abhauen. Verbindlichsten Dank. Ein freundlicher Mensch. Das ist Beauregard Tennants fast fertiger Saloon. Irgendwann in der nächsten Stunde wird Edna ihn anzünden und unbeabsichtigt ganz Hill Valley in Brand setzen. Ich frage mich, wo Edelorian ist. Den finden wir später. Jetzt müssen wir erst das Feuer stoppen. Ich gehe von hinten, du gehst von vorne rein. Verstanden. Edna, warte! Ich bin es doch nur! Mr. Sagan, was machen Sie denn hier? Genau das wollte ich Sie auch gerade fragen, Miss Pickford. Ist das nicht offensichtlich? Ich werde Ihrer Lasterhöhle jetzt ein Ende setzen. Das glaube ich nicht, Mary. Ich schieße ungern auf Frauen, aber niemand beraubt Borgard B. Tannen seiner Haupteinnahmequelle. Tannen, halt! Wenn Sie schießen, lässt sie die Fackel fallen und alles geht in Flammen auf! Edna, halt! Lässt du die Fackel fallen, erschießt er uns. Offenbar befinden wir uns in einer Sackgasse, Mr. Tannen. Es gibt wohl keinen Ausweg. Außer irgendjemand schafft es, euch beide gleichzeitig zu entwaffnen. Wie zur Hölle soll ich das denn hinkriegen? Ja, ist eine gute Frage, ne? Ich sehe leider keine andere Möglichkeit, außer... Der Kronleuchter ist direkt über ihren Köpfen. Der könnte noch nützlich werden. Doc, ein Teil will zu retten, musst du Tannen entwaffnen und alles mal löschen. Ja. Ja, ein bisschen, ne? Mary Pickford? Erzähl mir nicht, dass du nicht unter einem Pseudonym durch die Zeit reist. Was war Salzlake? Salzlake, hä? Das sollte ziemlich nützlich fürs Fackellöschen sein. Das ist zu schwer zum Heben. Ja, super. Mehl hilft mir nicht weiter, ne. In 100 Jahren wird Hill Valley mir zu Ehren eine Statue errichten. Mann, leicht ist er nicht gerade. Schau mal die Fässer vom Fenster an. Ja, haben wir schon gemacht, ne? Nein, da bin ich ja gar nicht hin. Man fragt sich, was wohl da drin ist. Nein, halt, Ruhe! Was zur Hölle? Oh Mist, da gehen alle meine eingelegten Schweinefüße dahin. Salzlake, hä? Das sollte ziemlich nützlich fürs Fackellöschen sein. Das ist zu schwer zum Heben. Willst du mich wegen meiner angeblichen Verbrechen? Ach, Mann. Was muss ich die Folge zum Fass bekommen? Ach, was zu fucken? Ja, wie?
Das Fass würde groß nutzen sein, das ist sehr kritisch. Mann, leicht ist er nicht gerade. Mach mal. Wieso bist du so... 2. 3. Er ist genau über seinem Kopf, aber ich kann ihn nicht ausnocken, solange Edna noch die Fackel hält. Nach unten. Die Fackel wird offenbar langsam schwächer, Miss Pickford. Sie ist immer noch heiß genug, um dieses bisschen Gomorra abzubrennen, Tennant. In Ordnung mit Physik. Wie stehen eigentlich die Chancen? So, müsste das andere oben sein, ne? Ich kann da leider nicht hingehen, das ist das Problem. Das ist aber ein schicker Kronleuchter, Tennant. Ist der aus Frankreich? Was war das für ein Geräusch? Welches Geräusch? Ich habe nichts gehört. Ich auch nicht. Was muss bis hier hinten hin, oder wie? Ja, ist klar. Warum bist du so scharf darauf, dich in meine Angelegenheiten einzumischen, Weib? Du gehst mir... Okay, echt Glück gehabt. Nicht mehr lange. Wir werden sehen. Alles an Ort und Stelle. Zeit loszulegen. Ja, und wie? Vielleicht finden wir eine friedlichere Lösung, Mr. Tennant.
los? Irgendwelche letzten Worte? Wir sehen uns in der Hölle, Tannen. Ladies first. Na los, du Verdammter! Was zum Geier? Zur Hölle bist du denn? Ich bin die Ablenkung, Blödmann. Naja. Gar nicht übel, Doc. Erzähl's Clara nicht. Sie meint, Schlägereien wären ein schlechtes Beispiel für die Jungs. Wo ist Edna? Doc, sie ist weg. Edna's DeLorean. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie 140 Stundenkilometer erreicht. Los!